Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine sehr präzise Berechnung. Und das übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Aber nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, dass das anderes ist. Anderes als in einer westlichen Astrologie, wie ein westlichen Horoskop. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Kamelina, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Das Bild, was du gerade siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in einem Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Ein Geburtshoroskop zeigt, wie die Sterne über dir standen in deinem Geburtsmoment. Diesem goldenen Weg, dieser Schicksalsweg, sind im Sternen geschrieben, das, was deine Seele ausgesucht hat. Also dieses Bild bleibt. Bevor ich anfange, möchte ich noch die Elemente erwähnen. Es gibt 4 Grundelemente, Feuer, Erde, Luft und Wasser. Feuerelement setzt alles in Bewegung, das ist die Begeisterung und Leidenschaft, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Die Erdeelement zeigt die Realität, die Bodenständigkeit, hat einen Bezug zur Natur, hat einen Bezug zur Materie, auch für Finanzen. Die Luftelement schenkt uns die Leichtigkeit, bringt uns neue Ideen und diese Leichtigkeit ist natürlich schön, weil dann verspüren wir etwas spielerische Art und Weise zu betrachten. Und können wir von vieles loslassen, all das, was uns bedrückt, endlich mal aufatmen. Dann kommen wir auch zu dieser Leichtigkeit. Wasserelement hat einen Bezug zu unserem Unbewussten. Und Wasserelement symbolisiert auch unseren Gefühlen. Das sind die 4 Grundelemente. In dein Geburtshoroskop befindet sich im Erdeelement Mars, Jupiter, Venus und Ketu, was dein alte Karma, alte karmischen Erinnerungen symbolisiert. Im Wasserelement befindet sich in dein Geburtshoroskop Sonne, Mond, Merkur, Saturn und Rahu, der neue Weg, der neue karmische Weg, was deine Seele ausgesucht hat. Erdeelement und Wasserelement ist eher passiv und zurückhaltend, abwartend. Also trifft keine rasche Entscheidungen und stürmt nichts voran. Dagegen ist die Feuerelement und Luftelement ist aktiv, setzt sofort alles in Bewegung und ist auch spontan. In deinem Geburtshoroskop fehlt die Feuerelement und fehlt die Luftelement. Du hast kein einziger Planet im Feuerelement, du hast kein einziger Planet im Luftelement. Und die beiden sind die aktiveren. Das ist nicht weiter schlimm, also kein Bedenken machen. Das ist oft so, dass in einem Geburtshoroskop ein oder zwei, meistens zwei Elemente sind eher betont und kommt vor, dass ein oder zwei Element fehlt. Und du suchst das bei anderen und die geben dir die Ergänzung. Du ziehst es auch an Menschen mit Feuerelement, wie der Löwe, Schütze, oder Menschen mit Luftelement und das ist Waage, Wassermann und Zwillinge. Und sie spiegeln dir etwas.
Aber wenn dir das bewusst ist, dass die Feuer und Luft die aktivere ist und diese Erde- und Wasserbetonung kann dich etwas bremsen im Leben, weil du traust es nicht zu oder wartest ab oder du möchtest noch etwas überprüfen, erlebst dann das oft als unbeweglich oder passiv. Und wenn du Mut hast und doch alles in Bewegung setzt, was du erreichen möchtest, dann natürlich erreichst du leichter deine Ziele. Jetzt zurück zu deinem Geburtshoroskop. Also das ist dein Geburtshoroskop und wie ich schon sagte, das bleibt so stehen. Was aber sich verändert, das bist du. Du änderst dich. Hier im ersten Lebensbereich, Lagna oder Aszendent, hier startest dein Leben, hier beginnt etwas. Das war dein erster Atemzug und in diesem ersten Atemzug ist die Tierkreiszeichen Krebs im Osthorizont aufgestiegen. Aber du bleibst hier nicht stehen, sondern du machst deine Lebensschritte und verändert sich einiges im Leben. Und hier beginnt alles und machen wir unserem Lebensschritte durch den ganzen 12 Tierkreiszeichen. Und hier machen wir Lebenserfahrungen. Wir bewegen uns immer in anderen Boden und das entspricht dann einer Periode. Und wir verändern uns alle 7 Jahre. Das heißt, hier hast du die erste 7 Jahre Periode, dann kommt die nächste 7 Jahre Periode und jetzt bist du im Wassermann Periode. Das heißt, du machst deine Lebensschritte gerade auf diese Boden Wassermann. Und das prägt etwas in dein Leben. Entweder hast du solche Begegnungen oder lernst etwas Neues. Natürlich, die Wassermann spiegelt dir das alles. Oder Wassermann-Themen sind für dich jetzt sehr wichtig. Die Wassermann gehört zum Luftelement. Du brauchst gerade Luft zum Atmen, einen gewissen Freiraum, auch die Leichtigkeit. Du nimmst wahr, dass du neue Ideen hast. Manche würden sagen, oh, das ist so außergewöhnlich, das ist nicht so bürgerlich, du hast jetzt so tolle Ideen. Lass das einfach fließen. Die Ideen, die Gedanken sind gerade grenzenlos und es schenkt uns einen großen Freiraum. Und du betrachtest vieles von oben, das ist dieser Adlerblick. In dieser Periode bist du noch 5 Jahre lang. Du bewegst dich gerade in diesem Boden. Und das unterstützt dich, hilft dir, wenn du vieles gerade von Tierkreiszeichen Wassermann lernst. Weil das ergänzt dich. Und dann, nach 5 Jahren, beginnt die Fischenperiode, wo du dann alles fließen lassen sollst, im Vertrauen bleiben, dann kommt ein großartiger Glauben, Inspiration, einfach durchschwimmen im Leben. Und jetzt die Bewegung, Sonne, Mond und die Planeten. Planet heißt auch bewegliche Sterne oder Wandelsterne. Also die Planeten bewegen sie sich. Sonne und Mond bewegt sich auch, wobei Sonne ist nicht die Sonnenbewegung, sondern das ist eigentlich die Bewegung unserem Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Sonne bewegt. Sogar die Sonnenaufgang, Sonnenuntergang ist nicht, weil die Sonne aufgeht und untergeht, sondern das löst auch die Drehung, die Rotation der Erde.
Aber für unsere Wahrnehmung ist das wunderschönes Bild Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Nur zum Wissen, dass die Bewegung macht die Erde, weil die Erde bewegt sich durch den 12 Tierkreiszeiten und die Erde dreht sich, also das ist die Rotation und wir leben auf der Erde und für unsere Wahrnehmung oder für uns ist das die Zentrum und von hier aus betrachten wir die Sternenhimmel und scheint so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Und wir sprechen auch von Sonnenbewegung. Und diese Bewegung von Sonne, Mond und die Planeten lösen etwas aus im Horoskop, immer. Und immer in dem Tierkreiszeichen, wo sich gerade bewegen. Und das kannst du einordnen. Wenn zum Beispiel ein Planet im Löwe oder Jungfrau sich bewegt, dann weißt du, das hat einen Einfluss auf die Werte, hat einen Einfluss auf deine Finanzen. Oder wenn etwas bewegt sich im Krebs, Löwe, das hat mit deiner Persönlichkeit was zu tun. Oder erlebst du das in deinem persönlichen Umfeld. Und jedes Mal löst ein Planet etwas aus. In unserem Sonnensystem ist das Zentrum die Sonne und die Planeten kreisen um die Sonne. Und die Planeten, die näher sind von der Sonne, wie Merkur und Venus, ich könnte noch Mars auch dazu nehmen, die sind schneller. Und anderen Planeten wie Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, die sind weiter weg von der Sonne, die sind langsamer. Das ist die Gesetz der Gravitation. Und die Planeten, die schneller sind, die wirken auch. Aber das sind Ereignisse, die wir im Alltag erleben. Bei Merkur-Energie können wir damit rechnen, dass da Gespräche kommen, dass wir handeln, dass wir eine Nachricht erhalten, dass wir einen Termin bekommen, dass wir etwas Schriftliches liefern müssen oder abgeben müssen im Ämtern oder kommt ein Brief oder kommen Gespräche oder wir unterschreiben einen Vertrag. Bei Venus Einfluss erleben wir unsere Kreativität, wir gestalten etwas, wir dekorieren etwas, wir verschönern etwas oder wir genießen das Leben, schönes Essen oder Gemütlichkeit zu Hause. Venus hat auch mit Liebe was zu tun, das ist der Liebesplanet, das sind die Liebepartnerschaft, passiert etwas. Bei Venus-Energie kann auch eine weibliche Person sein. Entweder wir achten auf unsere Weiblichkeit oder unserem Aussehen und kaufen wir ein schönes Kleid oder eine neue Handtasche. Natürlich ist das auch möglich. Oder wir kaufen was Schönes für zu Hause oder gehen wir zum Kosmetik. Das sind so Tagesereignisse. Natürlich bei Venus-Energie kann auch bedeuten, dass wir Kontakt haben mit einer weiblichen Person. Bei Mars-Energie setzen wir etwas in Bewegung. Das kann Sport sein, das kann Auto sein, das kann die Kraft oder Mut sein, etwas Neues starten oder uns behaupten, uns zu wehren. Und nicht davonlaufen, sondern uns durchbeißen im Leben. Das ist alles Mars-Energie. Aber Mars ist ein männlicher Planet, also bedeutet auch der Mann. Das kann der Partner sein und wir erleben das in Partnerschaft, aber kann auch eine andere männliche Person sein. Jemand von Verwandten oder von Nachbarn oder im Arbeitsplatz, Chef oder Kollege, wobei Chef eher ein Sonnenprinzip ist. Also das sind Einflüsse von Planeten. Bei Jupiter handelt sich Themen, etwas zu vergrößern, vermehren, für die Gerechtigkeit uns einsetzen oder eine rechtliche Lage oder Chancen, Möglichkeiten bietet Jupiter auch an dieses Glück. Aber oft handelt sich bei Jupiter-Themen um die Gerechtigkeit. Bei Saturn haben wir immer Lernaufgabe und Saturn korrigiert unser Schicksal.
da kommen schon schicksalhafte Ereignisse, schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Entscheidungen. Bei Uranus kommen plötzliche, unerwartete Ereignisse, Veränderungen, Umbrüche, etwas Unerwartetes. Uranus kommt manchmal so wie ein Blitz, wo wir damit gar nicht rechnen. Bei Neptun handelt es sich um unsere Träume, unsere Romantik, unsere Kreativität oder die Inspiration. Das natürlich für Künstler ist es wunderbar, diese Neptun-Energie. Aber manchmal ist es so unbegreiflich, undurchschaubar, so schleierhaft. Und natürlich wirkt das oftmal auch so, etwas kommt, ein Nachricht, ein Gespräch, und das ist alles so unklar, undeutlich, wir können das gar nicht greifen, was der andere meint. Manchmal fühlen wir uns enttäuscht, weil der andere versucht, uns etwas vortäuschen. Das kann bei Neptun auch passieren. Und bei Pluto verspüren wir die innere Kraft, und Pluto zeigt, wie wichtig das ist, das Loslassen, weil das raubt alles Kraft, und das kann Pluto nicht erlauben. Pluto ist die konzentrierte innere Kraft, weil das hält das Leben erhalten, und hier bei Pluto Energie handelt sich auch um Sexualität, das hält das Leben auch erhalten. Und das Sterben mit Tod hat auch was zu tun, aber das ist kein Todesfall in dem Sinne, sondern vieles muss absterben, damit etwas Neues entstehen kann. Das ist die Wandlung. Und das zeigt Pluto auch, also hat einen Bezug zum Transformation. Zeigt auch die Jahreszeiten, wie das vergeht, Wintermonate, die Tiefschlafen, dann Frühling, erneut sich alles. Auch diese Erneuerungsprozesse in unserem Körper, ist alles Pluto-Energie. Also so kann ich die Planeten beschreiben, und immer wenn ein Planet eintritt in einen Lebensbereich, löst was aus. Und genau die Themen, was ein Planet vermittelt, oder die Themen, was die Lebensbereiche symbolisiert. Ich beginne Januar 2019, und die langsamste Planet Pluto, die letzte in unserem Sonnensystem, weil das bleibt auch ganzes Jahr, und da fange ich an. Die Pluto-Energie fließt in Tierkreiszeichen Schütze. Ich setze Pluto hier im Schütze, und Pluto hat einen Einfluss auf deinen fünften Lebensbereich und auf den sechsten Lebensbereich. Pluto bedeutet auch diesen inneren Reichtum, die Macht über uns selbst, die Macht über unseren Gefühlen, aber auch die Sexualität, und besonders wenn es um den fünften Lebensbereich handelt, wo beschreibt, das Leben zu genießen, dann ist es wichtig auch, das auch fallen lassen und genießen. Dann folgt Neptun. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Und das sind die Träume, die Visionen. Und hier hast du mit Neptun Energie. Neptun wirkt auf die siebte und auch auf die achte Lebensbereich, deine Träume zu leben in die Liebe Partnerschaft, und hier die Transformation, dass endlich deine Traum ernst nimmst und als Ziele setzt, als dass du eine Vision hast und dass du das verwirklichen sollst. Dann folgt Uranus. Und da gibt es die Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist ganz oben im Widder, hat einen Einfluss auf deine Berufung und auf die Reisen oder Ausland oder deine Lebenserfahrungen, das ist die innere Reise. Diese Planeten, aber auch Saturn, Saturn ist im Schütze. Hier sind die Lernaufgaben. Wenn man das nicht lernt, dann Saturn schränkt das ein bisschen ein. Saturn wirkt auf die fünfte und sechste Lebensbereich.
Diese langsameren Planeten bleiben ganzes Jahr. Das heißt, Uranus bleibt beim Widder, Neptun bleibt im Wassermann, Pluto, Saturn bleibt im Schütze ganzes Jahr, nach indischen Berechnung. Jupiter ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Das vergrößert etwas oder bringt Glück, wirkt auf deine Wohnsituation und auf die Kinder. Bei Jupiter Einfluss kann auch Schwangerschaft bedeuten, weil Jupiter vermehrt etwas. Also wird mehr sein. Also Nachkommenschaft kann hier im fünften Haus auch entstehen. Mars ist in Tierkreiszeichen Fischen. Wirkt auf die 9. und 8. Lebensbereich. Das kann eine männliche Person sein von Ausland oder du musst dich behaupten und hier handelt es sich um eine Bildung. Bei 9. Lebensbereich sind das die Themen. Venus befindet sich im Waage. Und es wird im 3., 4. Lebensbereich, entweder verschönerst zu Hause etwas oder zeigst du deine Kreativität in deiner Umgebung, wie zum Beispiel machst ein Seminar oder hast du mit einer weiblichen Person hier Kontakt. Merkur ist im Schütze. Und Sonne ist auch im Schütze. Sonne ist immer die Lebensenergie und bringt auch mehr Klarheit. Und Sonne Merkur löst hier 5., 6. Lebensbereich was aus und das sind Gespräche, klärt sich etwas auf, das sind die Kontakte. Mond bewegt sich relativ schnell. Und das möchte ich jetzt nicht erzählen, sonst ist diese Aufnahme ewig lang. Aber du kannst es im Tageshoroskopen immer anschauen, hören, da vermittle ich auch die Mondbewegung. Ich erwähne nur Halbmond, Vollmond und Neumond, diese Positionen, weil das löst immer was aus. Ein Neumond bedeutet, wir sollen zurückziehen, die Ruhe bewahren, nach innen schauen, etwas nachdenklich zu sein oder meditieren über etwas. Immer in dem Bereich, wo gerade dieser Neumond befindet. Wenn das hier zum Beispiel im Jungfrau ist, dann nachdenklich sein über deine finanzielle Lage. Was könnte es da verbessern? So kannst du das verstehen. Ein Vollmond beleuchtet etwas, kommt die Wahrheit ins Licht oder bekommen wir Klarheit, Orientierung und bei Halbmond entsteht eine gewisse Unsicherheit, Spannung, Nervosität. 14. Januar, eigentlich ist vorbei, das 21. Januar kommt. 21. Januar ist Vollmond in Zwillinge und das ist eine totale Mondfinsternis. 27. Januar ist Halbmond im Jungfrau. Februar, was ändert sich? Auf jeden Fall mal Sonne, Merkur und Venus ändert sich. Und das bedeutet, dass Sonne, Merkur ist im Steinbock. Aktiviert die Arbeit und Partnerschaft. Und Venus ist im Schütze.
4. Februar ist Neumond im Steinbock. 12. Februar ist Halbmond im Widder. 19. Februar ist Vollmond im Krebs. 26. Februar ist Halbmond im Waage. Was ich noch nicht gesagt habe, das ist Rahu und Ketu, die beiden karmischen Knoten. Bis Ende März befindet sich Ketu im Steinbock. Das sind alte karmischen Erinnerungen. Da löst hier im Steinbock etwas aus. Im Steinbock 6. und 7. Lebensbereich, das mehr die Vergangenheit. Und die aufsteigende Mondknoten, die neue Richtung, die Suche nach etwas Neues, die Suche des Platzes des Lebens, die Suche eine neue Aufgabe. Diese Rahu-Energie ist bis Ende März, ist im Krebs und aktiviert hier karmischen Themen und hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Du suchst dein Selbst oder stellst du Fragen, woher komme ich, was möchte ich erreichen im Leben, wer bin ich? Also solche Fragen stellst du zurzeit, weil das hat mit Karma, mit Geheimnissen, aber auch mit deiner Persönlichkeit etwas zu tun. März. Sonne ist im Wassermann, Merkur ist im Fischen. Die Sonne, die Lebensenergie, fließt im Partnerschaftsbereich und Bereich Transformation. Und dann Merkur in Fischen. Das kann bedeuten Nachricht aus Ausland oder Fremdsprachen zum Lernen. Mars ist im Widder. Du setzt deine Kraft ein um die Berufung oder hier im beruflichen Umfeld begegnest du mit einer männlichen Person und Venus ist im Steinbock. Und kommt eine Venus-Wiederkehr. Venus begegnet sich mit deinem Geburts-Venus. Und dann sind Themen die Liebe, Partnerschaft oder deine Weiblichkeit oder du möchtest etwas verschönern oder zeigst deine Kreativität. Ein rückläufiger Planet bedeutet, dass etwas gebremst ist. Wir haben dann das Gefühl, es geht nichts voran. Aber muss nicht sein. Ein rückläufiger Planet kann auch bedeuten Vergangenheit. Ein Thema kommt wieder hoch oder jemand kehrt zurück von Vergangenheit. 6. März wird Merkur rückläufig. 6. März ist Neumond im Wassermann. 14. März ist Halbmond im Stier. 21. März ist Vollmond im Löwe. 28. März ist Halbmond in Skorpion. April. Die beiden Mondknoten ändert sich die Position. Ketu, die alte Karma, übergeht in Tierkreiszeichen Schütze und bleibt ganzes Jahr im Schütze. Rahu wird die neue Karma, die neue Richtung, die Suche nach etwas symbolisiert. Rahu übergeht in Zwillinge und bleibt ganzes Jahr dort. Also das ist April. April ist Sonne im Fischen. Merkur, Venus ist im Wassermann.
5. April wird Jupiter rückläufig, 25. April wird Pluto rückläufig, 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond im Fischen, 12. April ist Halbmond in Zwillinge, 19. April ist Vollmond im Waage, 26. April ist Halbmond im Steinbock. Mai. Mars ist im Stier. Merkur und Venus ist im Fischen und die Sonne ist im Widder. Sonne ist im Widder, die Lebensenergie fließt nach oben, brauchst Anerkennung, Erfolg, die Berufung ist auch wichtig und Merkur, Venus hier im Fischen. 4. Mai ist Neumond im Widder. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. 18. Mai ist Vollmond im Waage. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Juni. Venus ist im Widder. Sonne Merkur ist im Stier. Mars ist im Zwillinge. Und hier bei dieser Mars-Energie kann bedeuten, dass du mit einer männlichen Person zum Kontakt kommst, in einen Verein oder in einen Freundeskreis. Kann auch bedeuten, dass du kraftlos fühlst und sollst du dich zurückziehen. Juni passiert Folgendes. In Tierkreiszeichen Schütze befindet sich ein rückläufiger Pluto, ein rückläufiger Saturn und diese Rückläufigkeit bedeutet auch karmische Themen und Ketu auch, diese Knoten, diese karmischen Knoten, was die alte Karma symbolisiert und Juni werden die drei Pluto, Saturn, Ketu eine Konjunktion bilden. Und das heißt, die wirken gemeinsam. Und das sind ganz starke Energie, was die Vergangenheit, all das, was wir früher erlebt haben, auslöst. Und hier im Schütze aktiviert bei dir dein Kindheit, also diese Erinnerungen oder die Arbeit, Gesundheit, das wird ein wichtiges Thema sein. 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Juli. Mars ist im Krebs. Und das bedeutet, hier musst du dich behaupten oder Kraft zu zeigen, kann auch bedeuten, dass du Sport machst oder kaufst ein neues Auto. Also Mars hat mit Auto auch was zu tun, ist auch Bewegung, aber kann auch eine männliche Person sein, der auf dich persönlich stark wirkt, weil du wahrgenommen bist. Sonne und Venus ist im Zwillingen. Und Merkur
ist im Krebs. Am 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. 25. Juli ist Halbmond in Fischen. August. Merkur ist in Zwillingen. Achte darauf, dass hier Merkur im 12. Lebensbereich ist, wo um die Geheimnisse liegen. Und das kann bedeuten, dass du neugierig bist und möchtest wissen und schaust in die Tiefe und möchtest die Geheimnisse des Lebens erforschen oder interessiert dich karmischen Themen. Kann auch bedeuten, dass jemand kommuniziert mit dir und erzählt ihre oder seine Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du mit der Sprache zurückhaltend sein sollst und lieber schweigen. Kann auch bedeuten, weil die 12. Lebensbereich zeigt auch unseren geheimen Feinden, dass jemand schwätzt über dich hinter deinem Rücken. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Die Lebensenergie fließt hier. Du hast auch, das bringst auch im Glanz und suchst auch die Wahrheit bei Sonnenenergie. Öffnen wir auch unsere Augen und möchten wir klar und deutlich etwas sehen und erkennen. Und bei Mars und Venus handelt es sich um die Liebe, Partnerschaft. 12. August wird Jupiter direktläufig, 12. August wird Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Krebs, 7. August ist Halbmond im Waage, 15. August ist Vollmond im Steinbock, 23. August ist Halbmond im Widder, 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist der königliche Stern, der Herz der Löwen, also sollen wir in diesem Neumond auf unserem Herz hören. September, Sonne, Mars, Venus, Merkur ist im Löwe. Alles ist im Löwe, bei dem schnelleren, das sind die schnelleren Planeten, sind alle im Löwe und Sonne auch. Das heißt hier ganz, ganz viel in Bewegung, Kommunikation, Aktivitäten, aber auch deine Weiblichkeit, deine Kreativität. Hier fließt diese Energie. Wirkt auf deine Persönlichkeit, vielleicht sogar auf dein Auftreten oder dein Erscheinungsbild, dein Aussehen und wirkt auf die Finanzen. Bei Venus kann bedeuten, du möchtest etwas verschönern, gehst zum Friseur und kaufst dir was Schönes. 19. September wird Saturn direktläufig. Dreht sich die Richtung. Und bei Saturnbewegung ist das wirklich sehr, sehr wichtig, weil Saturn hat einen Einfluss auf unser Schicksal. Und wenn die Richtung dreht, dann geht es alles in andere Richtung. Und das erlebst hier 5., 6. Lebensbereich, dass alles plötzlich vorangeht. Also ab 19. September ist Saturn direktläufig. 6. September ist Halbmond in Skorpion, 14. September ist Vollmond im Wassermann, 22. September ist Halbmond im Stier, 28. September ist Neumond im Löwe. Oktober.
Sonne mal Venus ist im Jungfrau. Und Merkur ist im Waage. Also hier handelt es sich um deine Finanzen und deinen Werten und die Kontakte in deine vertraute Umgebung, die Verbindungen zum Verwandten oder irgendwelche Ausbildung kann das auch sein. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, 13. Oktober ist Vollmond im Fischen, 21. Oktober ist Halbmond im Zwillinge, 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November. Mars ist im Jungfrau. Sonne ist im Waage. Merkur und Venus ist in Skorpion. Die Lebensbereiche, wo hier aktiviert sind, die Finanzen, die dritte Lebensbereich, die Kommunikation, dein Zuhause und die Kinder, all das wird hier aktiviert. Zwischen 1. November und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig, 28. November wird Neptun direktläufig, 4. November ist Halbmond im Steinbock, 12. November ist Vollmond im Widder, 19. November ist Halbmond im Krebs, 26. November ist Neumond im Waage. Dezember, Mars und Merkur ist im Waage. Das kann eine Nachricht sein von einer männlichen Person oder du setzt dich ein und lernst etwas Neues oder du vermittelst dein Wissen. Venus ist im Schütze und Sonne ist im Skorpion. Vierter Dezember ist Halbmond im Wassermann, 12. Dezember ist Vollmond im Stier, 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Was ich übersehen habe, dass Jupiter ist zwar fast ganze Zeit im Skorpion, aber es gab Zeit, wo Jupiter übergeht im Schütze und dann wird rückläufig und kehrt wieder zum Skorpion zurück. Jetzt muss ich nachschauen. April, genau. April übergeht Jupiter. April übergeht Jupiter im Schütze, dann wird rückläufig und dann kehrt wieder zum Skorpion zurück. Und das passiert im Mai. Also April ist im Schütze, kehrt zurück und ab Mai ist Jupiter wieder in Skorpion. Liebe Kamelina, das war dieser Jahreshoroskop. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.